Dann versuchen wir einfach mal. Alles klar. Und bitte. Ja, also ich glaube 2018 haben wir uns auf dem Sommerfest in Flingern darüber unterhalten, dass es noch keinen Film gibt, der so die gesamte Geschichte von Fortuna Düsseldorf abbildet. Tom Costa hat dann gesagt, ja, ihr wisst ja, was in 2 Jahren ist, und sagte, da ist ja das Fortuna-Jubiläum. Das wäre ja der perfekte Anlass. Dann haben wir gesagt, stimmt. Ohne zu wissen, wie lange man eigentlich für so einen Film braucht. Ja, das größte Problem war ja eigentlich erstmal, was will man überhaupt erzählen, was kann man erzählen? Die offizielle Chronik des Vereins, die ja jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen ist, die hat ja 1200 Seiten. Ja, würde man 1200 Seiten in den Film packen, ja gut, dann hätten wir wahrscheinlich 100 Stunden Film. Und das heißt, wir haben am Anfang erstmal Gespräche geführt. Wir haben uns mit Experten zusammengesetzt, wir haben uns mit den Leuten von der Geschichts-AG zusammengesetzt, wir sind ins Stadtarchiv gefahren, ins Filmmuseum, ins Stadtmuseum. Da ist schon mal sehr viel Zeit in dem ersten halben Jahr, würde ich schätzen, draufgegangen. Wir haben eine chronologische Form gewählt, um die Geschichte zu erzählen. Das ist bei 3 Stunden, glaube ich, auch angemessen, denn es ist schon harter Tobak für die Leute, da überhaupt zu folgen. Das heißt, es musste erstmal ganz, ganz, ganz rigoros gekürzt werden, wodurch halt viele schöne Geschichten rausgefallen sind. Ja, und dann war halt die nächste Herausforderung, wie bebildert man denn das Ganze? Also ich glaube, in den hinteren Epochen ging es darum, wirklich diese Menge an Material auch zu filtern. Und diese Menge gab es für die ersten Epochen natürlich gar nicht. Da mussten wir uns dann auch überlegen, wie können wir im Prinzip diese Szenen darstellen, und haben uns dann ein grafisches Konzept überlegt. Mein Bruder ist da, was das Thema Animation angeht, unterwegs gewesen und hat sich da viele Gedanken zugemacht. Wir haben ein paar Szenen nachgestellt. Da war zum einen der Kutschenmythos. Das ist ja eine Geschichte, die schon lange Fortuna begleitet, also wie es dazu gekommen ist, dass Fortuna den Namen Fortuna trägt. Und auch dort wird ja fleißig geforscht und man ist gerade dabei herauszufinden, dass es vielleicht nie eine Brotfabrik gegeben hat, die Namensgeberin war für Fortuna. Aber die Geschichte ist einfach schön und deswegen wollten wir sie erzählen und haben sie nachgedreht, auch mit dem deutlichen Hinweis, dass es sich da vielleicht doch auch nur um einen schönen Mythos handelt. Ja, die Herausforderung bei den Dreharbeiten lag vor allen Dingen darin, eine passende Location zu finden. Also Düsseldorf sieht heute ganz anders aus als zu der Zeit, als da diese Kutsche so 1912 oder 1913 langgefahren ist. Das heißt, wir mussten ausweichen an andere Orte. Wir haben natürlich versucht, das alles so geheim wie möglich zu halten. Und dann sind wir da zugange, wollen gerade anfangen zu drehen. Und wer steht im Smoking neben uns? Alex Spengler. What the fuck? Alex, was machst du hier? Nebenan, also an dieser Straße, war halt eine Kirche, und an diesem Tag hatte, glaube ich, Neffe oder Enkel vom Alex Spengler Taufe. Und das in dieser Kirche nebenan, wo wir gedreht haben. Und zwar in Krefeld, nicht in Düsseldorf. Also völlig verrückt. Dann haben wir die Meisterschaftsszene gedreht. Die darf natürlich nicht fehlen. Das ist einer der Vereinshöhepunkte. Und ich glaube, jeder kennt dieses Foto von dem deutschen Meister 33. Wir haben uns dann überlegt, was kann man zeigen? Vielleicht zeigen wir einfach die Entstehungsgeschichte dieses Bildes und haben dann in einer tollen Location diese Szene nachgedreht. Das waren jetzt alles ja keine professionellen Schauspieler, das ist in so einer Produktion dann auch nicht möglich. Aber das war eigentlich so, dass die größte Herausforderung waren, glaube ich, die Locations. Wir haben als Verein halt Zugriff auf das DFL-Archiv, wo es sehr viel Material gibt, aber halt tatsächlich sehr viel auch nicht. Und da war dann halt die große Herausforderung, andere Quellen halt aufzutun oder sogar dann am Ende leider Gottes Geschichten hinten überfallen zu lassen, weil man sie halt einfach nicht bebildert erzählen kann. Was mich wirklich gewurmt hat, ist das Aufstiegsspiel in Offenbach. Das ist für Fans, gerade ältere Fans, natürlich ein ganz wichtiges Spiel gewesen. Jeder kennt diesen Peter Meyer-Fan, der dort vor die Kameras tritt, etc. Wir wollten unbedingt Szenen von diesem Spiel haben. Und es gibt dieses Spiel einfach nicht mehr im Archiv. Und dann haben wir immerhin vom Hessischen Rundfunk, glaube ich, halt diese Rückmeldung bekommen. Ja, es gibt einen Beitrag, aber diese Filmrolle war halt einfach nicht mehr auffindbar. Und dann war die Info, glaube ich, ja, die wurde wohl vernichtet. Es gibt einfach kein Material. Wir zeigen diesen Aufstieg 3 Sekunden. Dafür zeigen wir den darauffolgenden Abstieg dann in ungefähr 5 Minuten. Also ich fand es halt ganz großartig, ja, Beiträge zu finden, die man so noch nie gesehen hat. Alte Bilder aus den 50er, 60er, 70er Jahren, die man halt ja logischerweise nicht miterlebt hat selbst und wo man halt auch im Netz noch nicht viel zu gesehen hat. Also da hat man halt echt kleine Schätze gefunden. Da ist einem echt so das Herz aufgegangen. Wir haben uns tatsächlich beide auch sehr gefreut, als wir auf einmal eine dreiviertelstündige Dokumentation über Fortuna beim WDR gefunden haben. Und es ging natürlich um den Abstieg aus der Bundesliga in der Saison 67. Aber es war trotzdem ein Highlight und davon haben es auch ein paar Szenen in den Film geschafft. Das ist ganz schön.
Und dann hatte ich tatsächlich auch noch einen Highlight-Moment, der eigentlich nicht spektakulär ist. Es hat uns halt ein Dreivierteljahr gedauert, die Erlaubnis zu bekommen, 75 Sekunden des Liedes "Welch ein Tag" verwenden zu dürfen. Das war ja unser Tor-Jingle im Rheinstadion in den 90er Jahren und jeder, der damals im Stadion war, verbindet damit halt Emotionen. Und so ist es halt bei uns beiden auch. Und es hat sich ewig gezogen, diese Erlaubnis zu bekommen. Und sie war am Ende auch wirklich nicht günstig. Aber als dann am Ende tatsächlich die Mail kam, alles klar, ihr könnt das Lied verwenden, das war einfach so ein richtig schöner Tag für mich. Ich glaube auch, dass man den Film mindestens 2-3 Mal schauen muss. Ja, am Anfang kann man das gar nicht alles aufnehmen. Und ich glaube, wenn man ihn dann einmal gesehen hat, dann weiß man, was einen erwartet. Und dann freut man sich beim zweiten, dritten, vierten Mal schauen, dann auch auf einzelne Stellen und kann die dann halt noch viel mehr genießen. Ich sage immer, wir sind so der Geschichtsgrundkurs. Also jeder sollte sich einmal diese 3 Stunden angeguckt haben, damit er über Fortuna grundsätzlich Bescheid weiß. Und für die, die noch tiefer in die Materie einschauen wollen, da gibt es dann zum Beispiel natürlich die Chronik oder andere lesbare Werke. Was auch wirklich beeindruckend war im Verlauf dieser 2 Jahre, war die Hilfsbereitschaft der Leute, ne? Ja, es war spannend, so viele Leute kennenzulernen und auch echte Herzblut vertunen. Also in unterschiedlichsten Bereichen, Experten, Sammler oder sonstige Leute, die uns da wirklich unterstützt haben, von Anfang an bis zum Ende. Und ja, ganz großes Dankeschön auch an euch. Jeder erlebt den Verein ja anders oder hat eine persönliche Geschichte mit dem Verein, ne? Bei mir sind halt die Jahre so um den Aufstieg 2009 super intensiv. Und bei anderen sind es halt möglicherweise die 90er Jahre und bei anderen wiederum, die den Film schauen, sind es dann die 70er, 80er Jahre. Jeder Fan hat ja ein eigenes Leben mit dem Verein und wir hoffen einfach, dass wir mit dem Film möglichst alle halt mitnehmen oder ihnen halt damit eine Freude bescheren können.